Moin moin Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Specs und ich heiße euch herzlich willkommen zu diesem Video. Heute möchte ich euch ein weiteres kostenloses Handyspiel vorstellen. Und zwar handelt es sich hier um Asphalt Extreme von Gameloft, welches ihr kostenlos downloaden könnt fürs Android-Smartphone und fürs iPhone natürlich auch. Ja, wir fangen jetzt hier auch gleich mal an und zocken eine Runde. Ich habe das jetzt nur ein paar Runden bisher gespielt. Ich glaube, zwei Stück oder so oder eine, wenn ich mich nicht... Ja, doch, die Einleitung habe ich gespielt und eine Runde bisher. Und mir hat es wirklich sehr gefallen. Deswegen wollte ich euch gleich dieses Gameplay hier liefern. Ich spiele jetzt hier mit meinem Samsung S7 Edge und mit meinem Moga Pro Controller. Und ich muss sagen, ich war wirklich überrascht. Das Spiel, das läuft, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, auf Android zumindest, mit 30 Frames per Second. Und es läuft aber erstaunlich flüssig. Und ja, der Moga Pro Controller, der... Oha, das war jetzt knapp. Der Moga Pro Controller, der läuft wirklich gut mit diesem Spiel, muss ich echt sagen. Also es ist alles super beschrieben gewesen. So, in dem ersten Einleitungsvideo hat er gecheckt, dass ich einen Controller angeschlossen habe. Und hat mir da wirklich Schritt für Schritt jede einzelne Taste des Controllers erklärt. Was mir dann wirklich sehr geholfen hat. Das war auf jeden Fall meine... Oh, das war auf jeden Fall dumm. Aber was ich sagen wollte, das war auf jeden Fall eine sehr gute Einleitung gewesen. Und ja... Jetzt verkacke ich hier leider gerade ein bisschen, deswegen setze ich mal das Nitro ein. Oha, sehr schön, den habe ich ordentlich weggebankt. Und ihr könnt oben sehen beim Nitro, da geht diese Leiste runter und dann ist immer so ein roter Bereich da. Wenn ich jetzt in dem roten Bereich einfach nochmal A drücke auf meinem Controller, dann kann ich das Nitro länger benutzen, auf jeden Fall. Und ich sollte natürlich auch Neues einsammeln und nicht in der Mitte vorbeifahren, das war jetzt ein bisschen dumm. Aber wie ihr seht, das hat jetzt ordentlich geholfen. Jetzt habe ich so eine Art Super-Nitro eingesammelt, also so eine Nitro-Flasche, wo ich wirklich volles Nitro bekomme. Da gibt es halt drei unterschiedliche mit wenig Nitro, Mittel-Nitro und viel Nitro. Und normalerweise, wenn man jetzt so über Rampen fährt, das werdet ihr gleich nochmal sehen. Jetzt, wenn ich so einen Flip mache, dann bekomme ich dafür auch nochmal Nitro. Das ist natürlich auch ganz geil. Jetzt versuche ich hier nochmal eins einzusammeln. Das hat jetzt wunderbar funktioniert. Und jetzt bin ich auch schon Erster anstatt Achter. Ja, also ich kann das Game auf jeden Fall nur empfehlen. Es ist zwar Pay-to-Win, so wie das halt jetzt bei so ziemlich jedem Gameloft-Spiel der Fall ist. Man kann halt Credits kaufen oder Credits durch tägliche Anmeldung und Werbung schauen erhalten und kann sich dafür dann halt Sachen kaufen und so weiter und freischalten. Es gibt auch so eine Art Energiesystem, ne, dass man halt nicht zu viel spielen kann. Und ja, einen Multiplayer gibt es auch, den würde ich echt gerne mal antesten, aber der ist halt erst freischaltbar nach 30 Sternen, die man sich im Karrieremodus erspielen muss. Und ja, jetzt bin ich am Ende noch Erster geworden. Freut mich auf jeden Fall, wenn ihr euch dieses Video reingezogen habt. Lasst mir gerne Fragen, Kommentare, Anregungen zu diesem Video da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute. Ciao.